Wir müssen ja nur noch das Licht finden. Nö. Norch, oder? Oder wie, oder was? Waren wir hier schon am Gucken? Ach, hinter uns war das, okay. Ich dachte, wo kommt's denn jetzt? Das ist hier wieder der scheiß Container. Kackdrecksscheiß, ne? Ja, ja, ja. War lieber Container als der Geist. Container? Ja, wo sind denn diese verkackten Headlights? Ist das denn die Possibility, ey? Hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Hier sind wir doch schon gewesen. Hier waren wir doch schon gewesen. Oh Mann, und immer dieser Geist hier unterwegs, der einfach anscheinend nicht mehr alle Lichter zum Flackern bringt. Dafür geht unser Schweißbrenner immer aus zwischendurch. Alles ist stressig. Wo haben wir denn das letzte Mal das Headlight gefunden? I don't know. I really don't know anymore. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Plan. Jetzt können wir sehen, ob er auch in die Container kommt. Tschüss. Ach komm, wir haben es gar nicht getroffen, der Scheiß. Jetzt flackert sie überall. Ah, oh, ich will reinlaufen. Wo ist denn diese Scheiß hier? Ja. Very good. Wir rennen nach ganz oben. Denn da kann er jetzt nicht sein. Schieben uns kurz hier rein. Obwohl das Licht ja schon nicht mehr nicht flackert, ne? Aber sicher ist sicher, sag ich mal. Wo können denn diese Headlights noch sein? Ich weiß es echt nicht. Ach, guck mal. Alles easy. Wir gehen nochmal hier vorne im anderen, nochmal im anderen Bereich gucken. Irgendwo muss das sein, ne? Ich habe echt keine Ahnung, wo. Haben doch jetzt auch schon wirklich viel durchsucht. Die Räume da. Gucken wir nochmal hier. Die sind ja nun auch nicht klein, dass man sie übersehen kann, so leicht, ne? Hier flackert sie überall. Hier sind noch verschlossene Räume. Headlight, Headlight. Bitte, irgendwo. Bist du ein Headlight? Nein. Sind hier drin Headlights? Natürlich nicht. Und hier war noch eine Tür. Hier waren wir noch nicht. Bitte, in einem dieser Räume. Bitte, please. Please, 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 please. Da geht's jetzt. Überall? Nee. Och, Mann. Ich dachte jetzt echt, hier sind noch drei leere Räume. Oh, Mann. Ich will dich nicht haben, du scheiß Eieruhr. Oh, Mann. Ich dachte jetzt echt, das wird was. Weil hier noch Räume waren, die wir nicht kannten. Ja. Piep doch, du blöde Sau. Haben wir noch eine Fuse? Nein, und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist suboptimal und schlecht. Wir bleiben mal kurz hier draußen. Und warten. Oh, dieses Kleber. Ich dachte, man hätte danach noch ein bisschen was davon. Da muss man vorher alle Kameras abkleben, echt, bevor man dann... Oh! Headlight, Headlight, Headlight! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, flackert nicht mehr. Flackert doch. Flackert nicht, flackert doch.
Oh Mann. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wo sind die Headlights? Scheiße. Jetzt kommt der nervige Typ hier wieder her. Oh Mann. Jetzt haben wir echt noch 4 Räume gefunden, die wir noch nicht aufgemacht haben. Na komm, du hast nicht mal Füße, du blöde Sau. Jetzt no front gegen Leute, die keine Füße haben, ne? Na komm. Hau ab oder mach auf oder mach irgendwas. Hauptsache, wir kommen hier weg. Ich leuchte dich an. Hier, guck mal, das merkt, guck mal, du bist ganz erleuchtet. Das musst du doch merken, du dumme Kreatur. Hat er auch gemerkt. Machen wir uns mal bereit zum Space drücken. Huch. Okay. Den Fort mit dir. Jetzt kommt wieder flackeriges Licht. Aber echt mal, wo soll diese scheiß Licht, diese scheiß Lampe sein fürs U-Boot? Manometer. Da juckt schon der Bart. Der hat eine Tür aufgemacht irgendwo. Flackert es noch oder ist das schon eine Normalbeleuchtung? Ah. Ist sich auch nicht so sicher, was jetzt so sein Plan ist, ey. Ah. Ja, okay. Sind wir jetzt hier erstmal wieder safe? Es muss doch in irgendeinem dieser verdammten Räume diese verdammte Lichtscheiße sein, ey, Mann. Vielleicht hier? Sag mal. Jene? Nee. Das bist du das? Nein. Was soll denn das? Mal nach hier. Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir schon überall. Wir gehen jetzt hier. Ah, okay, der Lampe vertraue ich nicht. Hier waren wir schon. Hm. Dann gehen wir nochmal einen Tal weiter nach unten. Wenn wir da nicht wieder empfangen werden. Ach nee, dann sind wir wieder da. Wir gehen nochmal nach oben. Nein! Wieder nach unten. Hier geht's weiter nach unten. Eigentlich wollte ich in den Raum, um mich zu verstecken, aber ich bin fast abgebrochen. Jetzt sind wir nicht wieder diese Scheiß. Oh! Oh! Na, kommst du? Da hinten flackert's auf jeden Fall. Oh! Der kommt aber sowas von. Jetzt gehen wir hier hin. Suchen wir den Treppenaufgang wieder. Und hauen dann wieder ab. Oh nein. Der ewige Raum, in dem wir immer irgendwann mal landen. Nämlich noch nie irgendwas gefunden habe. Kann man hier überhaupt was finden? Jetzt mal ganz im Ernst, wir haben hier noch nie was gefunden. Ne? Noch nie. Außer die Monster natürlich. Hier kommen wir wieder raus. Okay.
Mucke mal aufhören. Hier flackert ja auch nichts. Ach Mensch, ist das alles aufregend. Mein Name ist Herz. Wo sind... Also ganz im Ernst. Wo sollen die denn noch sein? Jetzt können wir jemanden anrufen, oder was? Ja, haha. Ob wir die Power restoren können? Ich weiß es nicht, denn wir haben keine Fuse. Was braucht man da vermutlich für, ne? Eine Nummer eintippen. Stehen hier irgendwelche Hinweise? Eine Nummer eintippen, um das wiederherzustellen? Aber kein Plan. Ah, es ist alles aufregend. Ich will doch nur entkommen mit dem scheiß U-Boot. Ist das denn zu viel verlangt? Anscheinend schon. Da ist der Geist bestimmt wieder hier irgendwo unterwegs. Ach, Mensch, Leute. Ihr flackert nicht, ihr grünen Lichter. Ich will nichts erzählen. Von euch lasse ich mich nicht länger verarschen. Müssen immer alles aufmachen, hilft ja nichts. Das war wieder so ein Reinlieg-Ding, was so ähnlich aussieht, aber mich einfach nur verarschen will, weil es gemein ist. Wir öffnen hier. Also der Schweißbrenner ist kein adäquater Ersatz für die Taschenlampe. Was die Licht Gebequalitäten angeht. Eine Tasse. Hier haben wir wieder Engine starten. Ja, kein Plan. Ich will auch gar nicht die Engine starten. Ich will verdammte Headlight finden vom scheiß U-Boot, Mensch. Hier können wir uns drin verstecken. Wollen wir hoffen, dass nicht der Motor dann gestartet wird vom Geist. Ach, Mann, oh mein. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Mal wieder haben wir hier nix, ne? Mal wieder haben wir hier nix. Rein gar nix gefunden. Nix. Nix, nix. Und nochmal nix. Bin kein Fan von nix finden. Wo ist denn der Ausgang, Mensch? Hallo? Können wir hier bitte weg? Okay. Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, denn ich wollte... Oh Gott. Oh, jetzt ist mein Herz aber gerade wieder ganz schön auf Anspannung. Wo ist denn die... scheiß Treppenhaus? Ah! Hallo, guten Tag. Schön, dich zu sehen, Treppenhaus. Sind wir hier in dem Deck? Das bringt ja auch nichts, denn hier sind die Container. Bei den Containern waren wir schon. Plakatz? Nee. Aber Decks, hier waren wir auch schon 20 Mal. Haben alle schon 80 Mal abgesucht. Da ist eine Kamera. Ah, Mann. Echt, das muss doch irgendwo gar nicht sein. Und hier haben wir jetzt wirklich inzwischen schon alles abgesucht, ne? Dann lass uns nochmal eine Etage weiter nach unten gehen, wenn ich den Weg noch wieder zurückfinde. Endlich noch nach oben, ne? Wir kamen ja gerade von unten. Hier flackert auch nichts. Da waren wir. Hier waren wir. Oh Gott, das war knapp. Hier waren wir schon gewesen. Hier waren wir überall schon. Da ist die Kamera gerade schon wieder. Hier waren wir überall. Wir waren ja überall. Ich weiß nicht weiter. Noch einen nach oben. Hier ist wieder grünes Licht. Ihr wisst ganz genau, ob ich das mag oder nicht. Machen wir nochmal unseren Schweißbrenner an. Ah, das ist alles lächerlich. Aber ganz im Ernst, wir haben doch jetzt wirklich alles abgesucht, gefühlt.
Verdammt! Ihr Geist. Oh Mann! Oh, das ärgert mich jetzt echt wieder, ey. Wir haben doch alles abgesucht. Wir haben alles abgesucht in diesem scheiß Headlight. Alles. Kann mir keiner erzählen. Es gab keinen einzigen Raum mehr, in dem wir nicht drin waren. Außer natürlich die verschlossenen Räume. Bestimmt war ein... Die, wir haben, glaube ich, zwei gesehen. Ne? In zwei dieser verschlossenen Räume war bestimmt in einem scheiß Headlight. Und jetzt kommt der Geist. Nix hat geflackert. Ne? Jetzt habt ihr auch gesehen, das grüne Licht hat einfach nicht geflackert. Plötzlich stand der verdreckte Geist da um der Ecke, hinter der Ecke. Da bin ich auch noch gegen die Wand gelaufen. Egal. Diesmal sind wir dem Geist nicht entkommen. Ich möchte mit diesem U-Boot entkommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Neuer Versuch, würde ich sagen. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Bis zum nächsten Mal.